Lichtgeschwindigkeit, herzlich willkommen, liebe Aufrufer, am schönen, freundlichen Tag, Donnerstag, Himmelfahrt. Es geht auf Pfingsten zu, das Jahr rennt und wir haben gestern bereits die Ankündigung und heute die Ausweitung bei den Medien, die offensichtlich nichts anderes zu tun haben, als solche Dinge anzufüttern und dann zu schlachten. Hier heißt es Hartmut Semken, genannt Hase, Pirat Rücktritt, die Berliner Hildegard-Piraten wüten entnervt weiter im ihnen eigenen Handlungsstil der Schmerzbefreiten. Nun Rücktritt des 2012er Landesvorsitzenden Hartmut Semken. Und die ganze Geschichte und die Einzelheiten und so weiter, die sind ja nichts anderes als Beweis für das, was ich seit langer Zeit sage. Die Piraten haben einen Handlungsstil, der nicht die Menschen zueinander bringt, sondern zersetzend und letztlich im Shitstorm und im Flaming Geräusche erzeugt, aber wenig Qualität. Und Hauptgrund darin liegt auch, dass die Öffentlichkeit und damit auch die Medien Druck auf die Piraten ausüben, im Sinne, die Piraten sollen doch Chefs haben, Schlagzeilen bringen, Interviews bringen, geile Fotos bringen, immer damit die Presse was zu berichten hat. Und dieser Druck ist gemacht worden durch die Verkindlichkeit der Piraten, eine kindische Partei, eine Infantilisierung, insbesondere an den Haaren herbeigezogen durch das permanente Aufnutten von jungen Piraten, die dem gar nicht gewachsen sind, als Piratenprominenz. Das betrifft Marina Weißband, das betrifft Christopher Lauer oder gestern Abend bei Lanz, dieses blonde Mädchen, angeblich sogar ihr Stammbaum wurde vorgeführt, ihr Großvater und was weiß ich alles. Welch ein Unsinn, immer mehr Kinderpiraten werden rausgestylt und werden dann zur Prominenz erhoben und dann wundert man sich, dass das Ganze unter dem Druck gar nichts werden kann. In dem verworrenen Handlungsstil allerdings dann auch noch in Zopf und gegenseitiger Zermetzelung ausgeht. Und ich habe deshalb heute bei Spiegel Online für die beiden tüchtigen Redakteure dort, die auch zur Kinderpartei im Grunde gehören, die sind ja erst Mitte 20, mein Kommentar für Spiegel Online, der lautet nämlich folgendermaßen auf den Rücktritt von Hartmut Semken. Jeder Basispirat steht in Verantwortung. Erstens. Die IT-Revolution muss vorrangig auf die Agenda der Parteipolitik in unserer repräsentativen Demokratie. Das ist das World Wide Web Movens aller Piraten. Wir brauchen sofort einen IT-Staatsminister im Bundeskanzleramt. Also erster Punkt, IT-Revolution. Zweiter Punkt. Die Nichtwähler drohen zur stärksten Partei zu werden und laufen den etablierten Parteien weg. Die Piraten firmieren als Zugang zum Politiksystem. Drittens. Verantwortung für die Piraten besteht darin, die erheblichen Defizite im Handlungsstil zu erkennen. Gerade die Staatsferneren und die Jüngeren, die den Piraten zuneigen, haben nicht verstanden, dass es Gesellschaftsstil, Handlungsstil, Sozialstil des Fühlens und Führens bedarf, um eine gesellschaftliche Gruppe zu koordinieren und zu organisieren. Dafür fehlt bislang das Verständnis. Mein Angebot mitzuwirken steht weiterhin. Dietmar Möfs, Berliner Pirat, zurzeit in Köln. Schönen Dank für den Aufruf hier und ich habe schon eine Vorstellung, Schritt für Schritt den Werten, um die es hier geht, zu dienen und Schritt für Schritt hier auch meine Lichtgeschwindigkeit so auszurichten,
dass dieses Ziel erreichbar ist. Zu bedenken ist, dass ich nicht das System beherrsche. Hier wird zu viel außermittiger Druck wirksam, indem der Einzelne wie ich unterzugehen droht, wenn er nicht wirklich messerscharf die Schritte vordenkt auf das Ende hin und umgekehrt. Dazu bin ich imstande und nehme dafür wirklich das Dreckgeschleudere und das braune Gesocks hin, immer vorübergehend. Wir werden das sehen und ich erwarte im Grunde genommen, dass es auch für die Piraten gut ausgehen kann. Dazu gehört eine ganze Menge Erkenntnisse und Anerkenntnisse durch die breite Öffentlichkeit und hier spielen die Medien eine entscheidende Rolle. Solange die Medien Exzentriker und Berufsjugendliche als Prominenz hochstylen, ist das allerdings unmöglich. Insofern möchte ich mal vorschlagen, dass Sie zum Beispiel mich prominent machen sollen, denn ich kann Ihnen zu allen Fragen der täglichen Agenda Aussagen machen, die gültig sind für die Piratenpartei, weil ich als zum Beispiel Soziologe oder als Jurist wirklich verstanden habe, was die Werte in unserer Satzung sind. Man kann im Grunde jedes politische Problem verbindlich angehen, indem man die Satzung, die alle anerkennen, die alle für alle Piraten gültig sind, erkennt und entsprechend extrapoliert. Das muss man allerdings können und zu Recht stellen da die Medien die Fragen und die hier als Prominente dann vorgestellten Jungpiraten bleiben die Antworten schuldig. Das ist sozusagen self-fulfilling prophecy. Ich finde, dass das hier langsam mal langweilig wird und hier also danke für den Aufruf.